ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minker Gaming. Ich grüße euch recht herzlich auf meinem Sports Gaming Channel. Weiter geht's mit March to Oktober und den Los Angeles Angels. Ihr seht, ich habe mittlerweile eine Bilanz von 6:9 und will natürlich schauen, dass ich bei den Texas Rangers hier das Match noch biegen kann. Ihr seht es da oben, wir sind im 6. Inning und ich hoffe, dass ich die Angels mit gutem Hitting hier auf die Siegerstraße bringen kann. Wir schauen uns mal die Situation an, die uns vorgegeben wird. Siebtes Inning, ein Mann auf der Base und wir liegen 1-0 hinten. Ja! Das ist doch mal perfekt! 2-1, Home Run, Jared Walsh. Die Los Angeles Angels führen hier. Das ist ja mal ein perfekter Einstand. Schaut euch diesen satten Home Run an. Und ich bin ja in dem Bereich, auch wenn ich sonst im Leben Rechtshänder bin, ich bin ja beim Basketball im Werfen Linkshänder und kann auch tatsächlich mit den Jungs die links hitten, besser spielen im Baseball. Es ist einfach so. Ganz, ganz stark. Let's go. Oh, das gibt's nicht. Ja, sensationell. Was ist denn hier los? Ja, Wahnsinn. Zwei satte Home Runs, Freunde. Mega. Oh, natürlich ändern sie jetzt, beziehungsweise wechseln ihren Pitcher aus. Er hat zweimal perfekt getroffen. Ah, das wird ein Flyout. Das zweite Out. Max Stassi comes up to hit. Weiter geht's. He's built his reputation as one of the top framers in the sport. He is at the top of the game in terms of defense at the catching spot. And a pitch. Ja, sage mal. Base hit. First pitch swing in went up there with a plan to be aggressive. That's about as textbook as it gets. Got his stride and load out of the way early. He stayed inside that ball and squared it up out front. Man, that was like he was just hitting off a tee. Schade, weil der war eigentlich in einer. Ah, der wäre wahrscheinlich über den Schläger gerutscht und ein Flyout geworden, würde ich jetzt mal vermuten. So kann man auch mal ein bisschen spekulieren. Habt ihr auch gesehen, ja? Also man kann beim Betting auch mit dieser Art hier, mit, ich sag jetzt mal, Timing und so ein bisschen auch das Zoning beeinflussen mit dem linken Stick. Da könnte schon auch ein bisschen, an den Ball hätte ich nicht rangehen müssen. Können wir mal schauen, wo die letzten Bälle hingegangen sind. Ja gut, 1 und 2, gut, 1 war sogar hier drin gewertet, von daher. Das wird ein Out, ganz klar. Ja. In dem Fall kann er ja auch hochschmeißen, weil die brauchten ja nur noch ein Out und dadurch, dass auf der ersten Base einer stand, der musste ja zwangsläufig zur zweiten laufen, weil ich zur ersten laufen muss. Und die Texas Rangers. Na klar, ich muss natürlich jetzt das Ganze auch noch abwehren. Aber immerhin, ich führe erst mal 3-1 und Otani. Der absolute Top-Pitcher von den Los Angeles Angels. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt werfen wir mal wieder einen Cutter, der sich hier vielleicht rechts. Oh. Jawohl. Nice. Willie Calhoun stands in here. Ein Out. Oh, den hat er sogar als Strike gegeben, ne? Das ist ja so ganz typisch, gerade im Baseball. Es ist ja auch nur ein virtuelles, gedachtes Fenster, ja? Und wenn der Schiedsrichter gerade bei seinen engen Dingern dann das Ding drinne gibt, dann ist es halt so. Ich glaube, auch im Regelfall kannst du dagegen in der Major League Baseball, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da kannst du auch gar nicht groß gegen protestieren oder sowas in der Art. So. Sagen wir mal den Curveball, das ist ein ganz fieser, der sich erst am Ende reinsenkt. Schaut euch das an, aber er war nicht in der Zone. 1-2 und jetzt komm. Zack, sehr, sehr schön. Nathaniel Lowe up to hit.
The pitch. Oh, der war schlecht. Der war schlecht von Otani, das muss man ganz klar sagen. Ich habe das Gefühl. Come on. Jetzt nehme ich wieder den Curveball, der sich hoffentlich schön reinsenkt. Ja! Das ist ein fieser Ball. Der hat so viel Spin von oben nach unten auf den letzten Metern und ist nicht so scharf geworfen wie andere Bälle. Sehr schön. Welcome back and a new arm on the mound to start the eighth. Brett Martin. It's his job to keep his team in the game. The wind of the pitch. Ja, Gott, wie kann ich denn an den Ball rangehen? Das sehe ich doch am Ansatz, dass der nicht mal ansatzweise hier reingeht. Egal. Aua! Jawohl! Bisschen Glück gehabt, aber hier einen schnellen. Oh, der ist gut! Here's David Fletcher. Drops for a hit. He couldn't run it down. Okay. Lead runner holds up. Sehr gut, sehr gut. Das sieht doch nach ganz ordentlichem Hitting aus. Brandon Marsh, einer meiner besten und dennoch Linkshänder, müsste mir in die Karten spielen. Let's go. Ja! Ah, schade, das wird ein Zweier-Out. Oh, ist das bitter! Das ist bitter! Schade! Einfach ein paar Prozente zu wenig getroffen, aber Mike Trout, come on, mein wohl bester Mann im Kader, würde ich sagen. Das war nix. Wenn ich jetzt einen Hit vernünftig mache und selbst auf die erste Base komme, dann habe ich einen Punkt. Shit. Ah, er spielt immer ziemlich weit unten. Ich spekuliere mal darauf, dass er damit dabei bleibt. Nein! Er ist drin. Strike. Jawohl. Otani. Out there to center. Trout is there. And there's one down. Jawohl. Das ist ein Flyout. Und damit der erste von drei Bettern ausgeschieden. Wieder schön hier ganz mal kurz diese Kameraeinstellung. Ich liebe es einfach. Schaut euch meinen Test an zum Video. Gibt kaum eine Sportart, die insgesamt besser eingefangen wird, wie ich finde. Jetzt werden wir wieder unseren fiesen Cutter nehmen, der sich. Ja, gut, er geht ran und damit haben wir 1-2. Und wenn ich jetzt noch einen setzen kann, dann haben wir den zweiten out. Let's go! Jetzt brauche ich einen schärferen Ball. Jetzt brauche ich wieder. Come on. Der muss sitzen. Oh, Glück gehabt. Da habe ich Glück gehabt. Ich setze ihn aber nochmal. Ich hoffe, dass er rangeht. Ja! Sehr gut. Zwei aus. Okay. Das ist natürlich jetzt eine gefährliche Situation, ne? Weil wenn du jetzt natürlich einen zum Home Run bringst, steht es 3-3. Sehr gut. Ja, sehr geil. Der war geil. Mein fast Lieblingsball mit Otani, muss ich schon sagen. Und das ist das Flyout und dann das dritte Out. Bis jetzt sieht es doch relativ gut aus. Bis jetzt. Ah, schade. Den hätte ich eigentlich jetzt so schön rechts im
rechts als Groundball gesehen, der richtig schön an der Linie da ran lappelt und dann vom ersten Baseman auch nicht zu holen ist. That's out to center field. Ah, ist ein Flyout. Schade, aber ein guter Ball. Ja, daran sieht man aber auch, wie schwer ein Home Run zu schlagen ist. Ne? Das sind ja nicht bloß 20 Meter. Jared Walsh. Ah, schade. Der hat sich im letzten Moment aus meiner Sicht rechts weg ins Feld gedreht, kann man schon fast sagen. Dachte, der geht links nicht ins Hitting-Fenster, sozusagen. Oh, schade. Schade. Schade, schade, schade. Let's go. Ah, oh, aua. Das ist schon aua, muss man sagen. So darf ich da nicht rangehen. Justin Upton. Vielleicht noch einen Home Run hinterherlegen, hier um 4-1 zu führen, bevor die das letzte Mal angreifen. Mal schauen. Ah, war zu früh, weil der Ball war auch nicht ganz so schnell. Ne? Also da hat der Pitcher eine Variante genommen, die nicht ganz so schnell ist. Also unter 90 Meilen, sag ich jetzt mal. Ah, damit hat er mich jetzt gekriegt, zweimal. Hier seht ihr das. Gut, an den ersten hätte ich gehen müssen. Ich poker jetzt mal, dass er wieder unten schlägt. Ja, ist eine First Base, jawohl. Durch diesen Fehler hinten, ja, seht ihr das da? Strikeout, Wild Pitch. Okay, ich bin also noch im Spiel und kann noch Punkte auflegen. Guter Hit, aber das wird natürlich das dritte Aus sein und jetzt bin ich gefordert. Otani, eigentlich könnte ich ja noch einen, warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Das wird ein Flyout. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Otani. Sehr schön. Ich komme dem Sieg näher. Und das wird natürlich dann sicherlich auch für die Serie gegen die Texas Rangers hier bei March Oktober, ich denke mal, insgesamt positiv bewertet. Aber das werdet ihr dann nach dem Match sehen, was ich damit meine. Oh, den hat er getroffen. Der ist eigentlich schwer zu treffen. Sehr schön wieder diese Einstellung hier. Das macht einfach mega Spaß. Come on. Jetzt kommt das zweite Out. Komm. Aber sowas bin ich nicht immer skeptisch. Wenn einer 5-6 Mal den Ball trifft, dann haut er mir noch den. Dann haut er mir einfach noch den Home Run um die Ohren. Come on, damit kriege ich ihn. Ja! Zweites Out. Die Angels immer noch mit 3-1 in Front. Neunter Strikeout für Otani. Und jetzt heißt es, den letzten zu outen. Sehr gut. Jetzt kommt gleich mein Spezialball. Ja! Da geht er ran. Komm, einen noch. Pitcher getting tired. Einen brauche ich noch. Come on. Und da ist das dritte Out. Jawohl. Das 0-1. Wunderbar gedreht. Auch eine super Folge für euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr stark gepitcht hier auch. Und ja, ich wollte gerade sagen, Losing Streak hat geendet. Und das Momentum sollte jetzt eigentlich hier auch in der Bilanz bei March Oktober wieder auf meiner Seite sein. Schauen wir mal, wie er dann die nächsten Matches hier bewertet. Da bin ich mal echt gespannt. Key-Moment. Jawohl, Success und ich hoffe, dass ich vielleicht von den vier möglichen Spielen gegen die Rangers jetzt hier vielleicht drei oder...
gewonnen habe. Aber ihr seht es jetzt hier, die Rangers-Serie war das schon. Und dann habe ich tatsächlich die Houston Astros geschlagen. Sehr geil, aus einem 6:9 haben wir also ein 10:9 gemacht. Die Angels sind also wieder im Geschäft in einer super geilen Division. Schaut euch das an, in der American League West. 12:10, 11:9, 10:9, 10:9, 7:13. Die Rangers hier ein bisschen abgeschlagen. Der Rest eigentlich on top. Das ist richtig geil. Das macht Spaß. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin gerne auch mit anderen Sportspielen auf meinem Kanal. Danke fürs Reinschalten. Ciao und Servus. Euer Jens von Minga Gaming.